So, bleibt auf jeden Fall noch dran, denn am Schluss des Videos wird es noch ein Gewinnspiel geben, also Informationen zum Gewinnspiel. Guckt euch unbedingt das ganze Video an und dann am Schluss gibt es das Gewinnspiel. Jo. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ich möchte mich schon mal vorläufig entschuldigen. Und zwar bin ich sehr angeschlagen oder nee, nicht sehr krank, aber ich bin schon seit 2 Tagen ziemlich flach. War aber trotzdem in der Schule, weil ich habe nur Halsschmerzen ein bisschen so. Ja, Coronavirus, dies, das. Nein, ich habe nichts, keine Panik. Kein Fieber, kein Dings. Ich habe wirklich nur Halsschmerzen. Und halt laufende Nase so ein bisschen. Aber ja, und ich möchte euch herzlich begrüßen zu einem neuen Netflix-Video, das jede Woche kommen wird. Also jede Woche kommt, jeden Freitag kommt nämlich das Netflix-Video. Die besten Serien, Filme, dies, das. Und heute sind es die besten Netflix-Komödien, Filme. Nächste Woche kommen dann wahrscheinlich die besten Netflix-Serien, Komödie. Also die Serien in Komödien und heute sind halt Filme in Komödien. Ja, ich habe mir die Trailer eben angesehen und hab gemerkt, es sind eigentlich so geile Filme dabei, sehr, sehr lustige. Der eine, den kapiere ich gar nicht, warum der Platz 2 ist. Aber naja, wir beginnen gleich. Let's go. Die Nummer 1 ist, also nee, die Nummer 10 oder 7 sind es, glaube ich. 7. Und der Film heißt Crazy Stupid Love. Und zwar geht es da, glaube ich, darum, dass sich ein Mann trennt von seiner Frau und die Frau, auf jeden Fall, der Mann geht in eine Bar oder in ein Restaurant und da gibt es noch einen anderen Mann, der die ganze Zeit Frauen aufreißt und eigentlich alle rumkriegen und sowas. Und dann treffen die sich in einer Bar wieder, glaube ich, und dann gibt der eine Typ dem anderen Beziehungstipps und ist sehr, sehr lustig eigentlich, fand ich. Ich habe den Film schon mal geguckt, aber vor Ewigkeiten, deshalb ist es ein bisschen weird zum Erinnern und sowas. Gönnt euch jetzt mal einen Trailer. Nichts zu sagen? Dann rede ich. Ich habe mit jemandem geschlafen. Wenn Tut du mir leid, weiterredest, werde ich aussteigen. Die Tatsache allein zeigt doch schon, wie kaputt alles zwischen uns ist. Okay. Und was alles zwischen uns schon. Oh mein Gott, Girl! Ihr lasst euch scheiden? Ja. Amy hat dich in der Toilette weinen hören. Wir hatten gedacht, du hast Krebs. Oh, na Gott sei Dank, Mann. Ja, es ist nur meine Beziehung. Und ich möchte mich auch noch entschuldigen, warum am Mittwoch kein Video kam. Also wir haben jetzt heute Mittwoch. Und ich war einfach den ganzen Nachmittag nur am Schlafen. Ich habe mir vorgenommen, das Video am Nachmittag zu schneiden und hochzuladen. Aber es war sowas von tot, weil ich habe die Nächte wirklich nicht sehr noch schlechter geschlafen als sonst. Also ging um 2 ins Bett, war um 6 wieder wach oder um 4 wieder wach oder sowas. Hatte wirklich gar keinen Schlaf und das hat mich kaputt gemacht. Deshalb bin ich gestern eingeschlafen, oder heute eingeschlafen. Dann die Nummer 6 ist einfach zu haben. Da kann ich mich ehrlich gesagt nicht besser daran erinnern, was das genau ist. Aber glaube ich auch. Genau. Darum geht es um so Teenager, ist ein Teenie-Film. Möchte ein Mädchen verkauft ihre Jungfräulichkeit. Aber nur imaginär. Sie täuscht es immer vor. Also die Jungs kommen zu ihr, sagen, hier hast du $200 und du tust jetzt so, wie du mit mir Geschlechtsverkehr hast. Eigentlich sah der Trailer auch ziemlich lustig aus. Ich glaube, ich hätte mir den auch mal geben, den Film. Sehr, sehr geiler Film, wie der Trailer aussah. Fange mal damit an zu sagen, dass jede Geschichte 2 Seiten hat. Und das ist meine Seite, die richtige. Ich war früher nicht existent, ein Nichts. Olive, so heißt du doch, oder? Ja, wir waren 9 Jahre in derselben Klasse, seit dem Kindergarten. Willst du mit mir ausgehen? Brandon, du hast gesagt, du bist schwul. Du hast mir gesagt, ich soll so tun, als wäre ich hetero. Aber ich meinte doch nicht mit mir. Ich werde jeden Tag gequält. Tu nur einmal so, als ob mit mir. Und hier fing der ganze Ärger an. Ist das Olive mit Brandon? Oh! Ja! Yeah! Hör nicht auf! Mach mir! Ich besorg's dir so richtig! Bereit fürs große Finale? Was? Oh, yeah! Yeah! Dann die Nummer 5 oder 6, keine Ahnung, ist Ziemlichs beste Freunde. In dem Film geht es darum, dass ein älterer, reicher, sehr, sehr reicher Mann im Rollstuhl ist, leider. Und deswegen sucht er sich einen Gehilfen, der ihm so ein bisschen hilft und so ein bisschen sein Freund ist. So. Und dann haben alle ein Vorstellungsgespräch. Und dann der eine, das ist ein Schwarzer, der sagt einfach, ich komme, also seine Antwort ist, warum er die Stelle möchte, heißt nur, ich möchte einfach 3 absagen. Irgendwie die Gemeinde oder keine Ahnung was. Oder dass er, damit er Geld bekommt von der Gemeinde und kann und sagen kann, dass er es probiert hat und sowas, keine Ahnung, wenn ich es richtig verstanden habe. Auf jeden Fall bekommt er dann das. Und ich habe gesehen, dass es sehr, sehr lustig ist. Also, der Trailer hat sehr viel Lustiges vorausgesagt. Gönnt euch einfach Trailer, ich erzähle irgendeinen Müll. Verdienen. Ich mag die Gegend hier. Ich mag behinderte Menschen sehr. Ich brauche 3 Absagen. Ist fürs Arbeitsamt. Ich verstehe, Sie brauchen das Geld. Haben Sie keine anderen Ziele im Leben?
Doch, hab ich. Ein Ziel gucke ich gerade an. Und das ist sehr motivierend. So, dann die Nummer 5 ist... 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die Nummer 5 ist fast verheiratet. Und zwar in dem Film geht es irgendwie drum, ich habe nur den Trailer so ein bisschen geguckt, weil, ja. Zwar geht es darum, zwei Pärchen wollen heiraten, aber an der Hochzeit zeigt der, nicht der Pfarrer, sondern der Bräutigam, nee, ich keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall der Typ, der so die zwei zusammenkoppelt ein bisschen, zeigt so alte Fotos von seinen Ex-Freundinnen an der Hochzeit, glaube ich. Weil, das fand ich sehr, sehr lustig. Aber dann schlussendlich muss dann die Freundin für 2 Jahre weg. Und mehr weiß ich nicht, weil ich habe den Film leider nicht gesehen, sondern nur den Trailer. Aber es sah sehr lustig aus. Gönnt euch mal den Trailer jetzt. Violet, ich liebe dich. Willst du mich heiraten? Oh mein Gott! Auf einer Verlobungsfeier stößt man auf eine neue Zukunft an. Aber vorher werfen wir noch einen Blick auf die Verflossenen. Jenny Newman, Greta Kay, Anna Pena, Lizzie Gray, die Asiatin und Lizzie Gray nochmal. Okay, stopp. Das reicht, hab ich. Dann die Nummer 4 ist, das hält kein Jahr. Ich hoffe, ich verwechsel die Filme nicht. Also fast verheiratet und das hält kein Jahr. Ich hoffe, ich verwechsel das nicht. Das hält kein Jahr, da bin ich, aber ich sage, weiß ich gar nichts mehr, deswegen werdet ihr jetzt gleich den Trailer sehen. Vögelei. Gleich nochmal von vorn. Für Geleit und Planung zu sorgen, zählt zu den wichtigsten Aufgaben des Trauzeugen. So muss der Bräutigam rechtzeitig in der Kirche erscheinen. Erledigt. Die Ringe nicht vergessen? Hab ich nicht. Dann muss ich noch die Brautjungfern vernaschen. Mach ich. Also ich, vielleicht, wenn sie ein bisschen älter sind. Alles Gute zu unserem 10-tägigen. Was ist da drin? Das hast du dir neulich nachts online angesehen. 2 Lesben und ein Typ, der wie ein dicker Jesus aussieht? Dann bei den Nice Guy habe ich leider auch schon sehr, sehr viel vergessen, ehrlich gesagt. Jetzt, das ist übrigens der nächste, The Nice Guy. The Nice Guys heißt der Film. Sah sehr, sehr lustig aus, aber trotzdem. Aber ich kann mich ehrlich nicht mehr so genau daran erinnern. Ja. Werde ich auch gerne einen Trailer sehen. Abgeklärtheit. Die Eigenschaft gelassen. Wer ist da? Kurierdienst. Und besonnen zu sein. Fuck! Arch, wir spielen ein Spiel. Sie haben sich im Haus vertan. Das heißt, halt die Klappe, außer du bist ich. Ich liebe dieses Spiel. Du bist Privatdetektiv? Da sind $20 drin, ja, die gehören Ihnen. Nein, nein, deswegen bin ich nicht hier. Ich habe eine Nachricht. Gib mir deinen linken Arm. Nein! Doch, komm schon. Nein! Wenn du zum Arzt gehst, nein! Sag ihm, du hast eine Spiralfraktur. Nein! Tiefluftdruck. Nein! Dann der nächste Film oder der zweitbeste Film auf dieser Liste, was ich gar nicht nachvollziehen kann, ist Grand Budapest Hotel. Und zwar geht es in einem Film um ein Hotel. Und zwar müsste da einer Lobbyboy sein. Also der Typ, der in der Lobby chillt, die Koffer annimmt und alles, die verteilt so ein bisschen. Und ich fand schon lustig, es gab schon 1-2 lustige Szenen im Trailer. Aber sonst war es nicht so unterhaltsam jetzt. War ein bisschen alt gemacht, meiner Meinung nach, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Gönnt euch mal einen Trailer und bildet eure eigene Meinung natürlich auch noch. Warum möchtest du Lobbyboy werden? Möchte das nicht jeder? Hier im Grand Budapest. Und so begann mein Leben. Junior Lobbyboy in der Lehre unter dem gestrengen Kommando von Monsieur Gustave H. Viele der hochgeschätzten und distinguierten Gäste des Hotels kamen seinetwegen. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Sie war übrigens eine Granate im Bett. Sie war 84. Ich hatte schon ältere. Dann die Nummer 1, was meiner Meinung nach verdient ist. Ist auch ein älterer Film, aber ein wirklich ein sehr, sehr geiler. Alle davon, ich weiß nicht, wie viele Teile es jetzt mittlerweile schon gibt, aber. Und zwar ist es Hangover. Hangover ist wirklich ein geiler Film. Es geht um so eine Gruppe Jungs, die einfach Party machen, viele lustige Dinge erleben. Da muss jeder mal geguckt haben. Hangover. Ich weiß nicht, welchen Teil es auf Netflix gibt. Ja. Was hättest du da für einen Quatsch? Naja, Phil und Stu sind deine Kumpels und das ist dein Junggesellenabschied. Und die beiden lieben dich. Jungs und ihre Junggesellenpartys, das ist eklig. Ja, das ist echt eklig. Ich wünschte, deine Freunde wären genauso erwachsen wie du. Die sind erwachsen eigentlich. Du musst sie besser kennenlernen. Anruf für Dr. Warmduscher! Ja. Wie gesagt, ich möchte mich jetzt hier noch maß entschuldigen wegen dem Mittwoch und auch noch mich rechtfertigen. Und zwar sind das nicht meine Meinungen, diese Filme, sondern das sind Statistiken. Ich habe über ein bisschen nachgeguckt auf verschiedenen Webseiten. Das waren so die beliebtesten Filme auf Netflix.
Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Drückt auf jeden Fall abonnieren, damit wir vielleicht noch die 50 Abos oder zuerst die 40 Abos holen dürfen. Gemeinsam. So, und zwar das Gewinnspiel wird erst, wenn ich die 50 Abos erreicht habe, losgehen. Also, nee, losgeht. Tut schon jetzt. Und zwar werde ich jeden Kommentar von jedem aufschreiben. Und der am Schluss am meisten kommentiert hat, in den ganzen Videos, die jetzt kommen werden, der wird das Geld gewinnen. Es wird nämlich wahrscheinlich 20 Franken oder Euros zu gewinnen geben in PayPal oder bar auf die Hand. Das dürft ihr dann selber wissen. Ja, einfach so viel kommentieren wir. Wollt natürlich abonnieren, ich werde das dann auch prüfen. Und fleißig liken, ihr wisst Bescheid. Also, abonnieren, so viele Kommentare schreiben unter jedem Video, das in Zukunft kommen wird, bis zu den 50 Abonnenten. Ich werde wirklich jeden Kommentar auf das Papier draufschreiben. Würde mich natürlich auch freuen, wenn es sinnvolle Kommentare sind. Aber ja, jetzt gönnt euch noch das Video bis zum Ende. Au revoir. Glocke aktivieren und am Sonntag kommt dann um 20 Uhr ein Video. Guck mal vorbei, der erste Kommentar ist ein Ehrenmann. Ne, sind alles Ehrenmänner, die kommentieren. Kommentiert mal alles voll. Ihr bekommt ein Herz, ihr bekommt Antworten. Ich antworte auf jeden Kommentar. Au revoir, peace out.